Wenn du dich selbstständig machst oder als Unternehmer in einer Krise bist, dann ist es häufig so, dass du niemanden fragen kannst, weil du ja keinen Chef hast. Und auch die Menschen um dich herum sind entweder überfordert oder sie gönnen dir deinen Erfolg nicht und können dir keinen Tipp oder wollen dir keinen Tipp geben. Und ich zeige dir deshalb heute ein ganz wichtiges Prinzip, wie du die Motivation, die Energie, die heute schon in dir ist, freisetzen kannst. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung und jedes Jahr helfen mir hunderte Menschen dabei, sich selbstständig zu machen, durch Krisen zu gehen oder später ihr Unternehmen zu verkaufen. Und nahezu alle haben die Situation, dass sie selber Chef sind und selbst sich motivieren müssen, aber nicht immer wissen, wie genau das geht. Um dir dieses Prinzip besser zu verdeutlichen, habe ich dir eine Metapher mitgebracht. Und zwar eine Metapher von einem Haus, in dem eine Glühlampe brennt. Allerdings brennt in dieser Fassung noch eine relativ alte Glühlampe. Die hat gerade mal 3 Watt. Und davon haben die Bewohner des Hauses mehrere Glühlampen aufgehängt. Und sie sehen so ein bisschen, ist ein bisschen dunkel, aber ist noch wesentlich besser als mit Kerzen und mit Öl. Eines Tages klopft es an der Tür. Und da steht der Vertreter für neue Glühlampen. Und er stellt neue Produkte vor. Und zwar Glühlampen, die auch 20, 30, 40, 50 oder sogar 60 Watt haben. Die Bewohner des Hauses sind sich erst ein wenig unsicher, denn sie kennen keine 60 Watt Glühlampe. Aber sie vertrauen dem Vertreter und nehmen sein Angebot an, es einfach mal auszuprobieren. Und so tauschen sie eine Glühlampe aus, eine alte 3 Watt Glühlampe raus und schrauben die neue Glühlampe mit 60 Watt ein. Und der Hausbewohner geht zum Lichtschalter und knipst an und auf einmal erstrahlt alles in einem unbekannten Licht. Das Licht ist nicht nur 10, 20, 30 Mal heller, sondern die gesamten anderen Glühlampen, die im Hause bisher verbaut waren, sind überflüssig. Er braucht nur noch eine einzige Lampe in seinem Wohnzimmer und alles ist super hell. Was kannst du nun aus dieser Metapher lernen? Nun, als allererstes ist die Erkenntnis wichtig zu wissen, dass der Strom vorher vorhanden war und auch bei der neuen Glühlampe der gleiche war. Egal, ob die Hausbewohner eine 3 Watt Glühlampe eingeschraubt hatten oder später die 60 Watt Glühlampe, der Strom bleibt immer der gleiche. Das bedeutet im übertragenen Sinne für dich, dass der Stromkreislauf immer vorhanden ist, aber die unterschiedliche Beleuchtung, die wird durch den Verbraucher ausgelöst. Das bedeutet also auch für dich in deinem Leben, dass du und ich, wir haben 24 Stunden am Tag Zeit, wir haben eine Lebenserwartung zwischen 50 bis 120 Jahre und die Lebensenergie ist immer die gleiche. Aber der entscheidende Punkt ist, welchen Verbraucher du einsetzt. Übertragen bedeutet das also, dass der Strom im Haus immer vorhanden ist, aber die Bewohner entscheiden, welche Glühlampe sie eindrehen. 3 Watt, 10 Watt, 20 oder 60 Watt. Und genauso bist du auch eingeladen, dir Gedanken zu machen, welche Idee du in dein Gehirn, in dein Leben reindrehst, was der Verbraucher ist, was sind deine Ziele, deine Visionen, deine Konzepte. So wie also der Strom im Hause vorhanden ist, so ist auch die Motivation und die Energie bereits in dir vorhanden. Aber aktivieren andere Ergebnisse kannst du nur erzielen, indem du andere Glühlampen eindrehst, andere Ideen eindrehst, andere Visionen und Konzepte dir zu eigen machst. Und das ist deine persönliche Aufgabe, zu entscheiden, welche Verbraucher du in dein Lebensenergiesystem anbringst. Das bedeutet, wenn du an 3 Menschen in deinem Umfeld denkst, einen nicht so erfolgreichen, einen mittelmäßig erfolgreichen, einen sehr erfolgreichen Menschen, dann liegt es nicht daran, dass die einen weniger schlafen müssen, die anderen gar nicht mehr schlafen und die anderen viel schlafen müssen und dass die einen duschen müssen, die anderen nicht, die einen müssen essen, nicht essen. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, welche Idee ist installiert, welchen Verbraucher, welche Ziele, welche Vision folgst du nach. Es ist also so, dass in dir und in mir bereits die Energie und die Motivation genauso vorhanden ist wie in dem Haus des Stromnetzes. Entscheidend ist nur, dass du eine Entscheidung treffen darfst, vielleicht eine andere Glühlampe einzusetzen, die nicht 3 Watt hat, sondern vielleicht 60 oder gar 100 Watt. Wünschst du dir bei Unterstützung, deine 3 Watt Glühlampe auszutauschen gegen eine 60 oder 100 Watt Glühlampe, sprich also einen Finanzplan, einen Businessplan aufzusetzen und deine Idee Wirklichkeit werden zu lassen oder das vorhandene Unternehmen zum Wachstum zu bringen, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Gerne aber kannst du auch unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Und ich wünsche dir viel Erfolg, deine vorhandenen Energien anzuzapfen. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du unser Video zu Ende geschaut hast und gerne kannst du unseren Gutschein nutzen für ein kostenfreies Erstgespräch. Den Termin kannst du vereinbaren, entweder über unsere Webseite oder über unsere Hotline. Dann kannst du auf über 40 Experten von uns zurückgreifen, die bundesweit beraten und weil wir zertifiziert sind, kriegst du die Beratung auch noch bezuschusst und zwar von 50% bis 100%. Jetzt kannst du unseren Kanal abonnieren oder uns weiterempfehlen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.